Hallo und herzlich willkommen hier bei der Firma Bimex. Wenn Sie erlauben, stelle ich Ihnen heute dieses schöne denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus aus der Jahrhundertwende mal vor. Wir haben hier insgesamt 266 Quadratmeter Wohnfläche. Die ist aufgeteilt in 5 Wohnungen. 30 Quadratmeter, 30 Quadratmeter, dann haben wir auf der ersten, zweiten 270er und darüber haben wir eine 66er Maisonettwohnung. Bei der Maisonettwohnung haben wir oben so einen Spitzboden, den haben wir nicht zur Wohnfläche mitgezählt. Die Bodenrichtwerte hier belaufen sich so auf 200 Euro pro Quadratmeter. Das sind die Bodenrichtwerte, okay? Wir gehen jetzt mal rein. Zu meiner rechten und linken haben wir 2 Wohnungen, 30 Quadratmeter Wohnfläche. Die sind aufgeteilt in so wie so ein Zimmerapartment. Schlafraum, Küche, Badezimmer. Diese Wohnung steht gerade leer. Sie ist auch renovierungsbedürftig. Das wäre zum Beispiel das Wohn- und Schlafzimmer. Eigentlich perfekt in der Lage, so für Studenten geeignet. Beheizt wird diese Immobilie über eine zentrale Gasheizung, die ist allerdings richtig neuwertig. Weiland, Brennwerttherme, hat 11.000 Euro gekostet. Hier hat man die Möglichkeit, entweder für die Küche oder als so ein kleines Arbeitszimmer, weil wir haben die Küchenanschlüsse hier in der Diele. Diese Wohnung ist modernisierungsbedürftig, hier muss auf jeden Fall was gemacht werden. Das ist ein Badezimmer. Mit der Lüftung müssen wir auch noch was machen, das zeige ich Ihnen am besten bei einer Besichtigung. Im weiteren Verlauf hier haben wir die Garteneinheit. Das Grundstück ist zwar klein, aber wir können hier alles nutzen. Die anderen Nachbarn haben da hinten so Terrassen gemacht, Übergänge in den Garten gemacht. Man kann hier was machen. Die Siedlung, also ist ein schönes, anschauliches Bild. Die ganzen Häuser haben so eine gleiche Stuckfassaden. Kunststoff-Doppelverglasungen. Hinten ist die Fassade so glattputz. Auf dem Dach haben wir Bitumenbahnen drauf. Das, was Sie so sehen, das sind auch so ein paar Abstellräume gewesen. Hier hinter ist ein Altersheim, habe ich mir sagen lassen. Unser Grundstück, ne, geht irgendwo bis hier in die Hecke. Also unser Grundstück geht nicht bis da ganz oben hin, okay? Bis hier vorne irgendwo hin. Aber ich habe gesehen, dass viele Nachbarn einfach das so Flatrate nutzen, machen, sage ich mal. Wie sagt man in Deutschland, wo kein Kläger, da kein Richter? Genau, das passt irgendwo rein, ne? Auf den Zwischenetagen haben wir hier sogenannte Abstellräume. Auf diesen Abstellräumen waren früher die Toiletten drauf. Ich weiß, es sieht nicht besonders gut aus, aber das sind HT-Rohre Plastik, also die Abwasserleitungen wurden erneuert. Man sieht auch hier die Wasserleitungen sowie die Heizungsleitungen, dass die in Kupfer sind. Hallo mein Bruder, grüß dich. Pro Geschoss haben wir nur eine Wohnung hier. Ungefähr 70 Quadratmeter, 3 Zimmer. Insgesamt 5 Wohnungen. Diese Wohnung hat einen klaren Grundriss. Fangen wir mal hier mit dem Badezimmer an. Im weiteren Verlauf hier haben wir die Küche. Ein schönes, circa 17 Quadratmeter großes Wohnzimmer, Kunststoff-Doppelverglasungen und auch hier, wir haben eine zentrale Gasheizung, das da, ne? Damit kann man die Nebenkostenabrechnungen der Heizungen durchführen. Da kommt so eine Firma ABCD, die messen das ab und dann weiß man, was jeder verbraucht hat. Das ist ja ein denkmalgeschütztes Haus, deswegen haben wir hier so Sprossen drin, okay? Es ist nichts Schlimmes. Denkmalschutz ist steuerlich eine gute Geschichte. Muss man sich mal mit dem Steuerberater beraten lassen. Man macht bei Denkmalschutz nichts falsch. Die Bauweise, wir haben hier Holzbalkendecken. Mauerwerk ist Ziegelmauerwerk. Das ist so zweifach gebrannt und so Backsteine sind das. Die wurden nacheinander gemauert. Das hier ist die tragende Wand. Und wichtig für Sie ist das hier. Der Grundriss einer Wohnung ist total wichtig. Ja? Wir haben hier kein Durchgangssyndrom. Alle Zimmer gehen über die Diele. Die Decken sind ganz leicht abgehangen worden. Das ist die Originaldeckenhöhe, hier, was Sie hier sehen. Da sind höchstens so 7-8 cm abgehangen worden. Hier hätte man ein weiteres Schlafzimmer. Wir haben hier
5 Wohnungen. Davon sind 3 vermietet, 2 stehen leer. Diese Wohnung kann man eigentlich ganz einfach vermieten. Wir müssen vielleicht so ein paar Kleinigkeiten machen. Die Erdgeschosswohnung, die Sie eben gesehen haben, die müsste man natürlich modernisieren. Die wäre so als möbliertes Apartment für diese Ecke hier eigentlich sehr, sehr gut. Des Weiteren, ich war schon oben in der Maisonette-Wohnung gewesen. Die ist echt im grünen Bereich. Da ist das Badezimmer hier, also die haben Tageslicht. Und dann geht es immer so eine Treppe hoch, haben die oben so ein Schlafzimmer. Diesen Raum haben wir zur Wohnfläche nicht mitberechnet. Die heutige Ist-Mieteinnahme beläuft sich auf 12.760 Euro. Die Sollmiete liegt bei 21. Was heißt Ist, was heißt Soll? Ist ist, was jetzt wirklich tatsächlich reinkommt. Soll ist, wenn wir jetzt alles vermietet hätten, was reinkäme. Wie kommen wir auf diesen Differenzbetrag? Diese Wohnung habe ich mit 6,20 Euro berechnet. Die untere Einheit mit 300 Euro kalt. Und dann wird das schon funktionieren mit der Sollmietsituation. Denkmalschutz, wie gesagt, haben wir hier drauf, auf die Fassade, auf das Treppenhaus, eigentlich auf das gesamte Gebäude. Ist für Sie nicht von Nachteil, eher von Vorteil, aber lassen Sie sich dazu lieber vom Steuerberater oder einem Immobilienmakler, auch wenn Sie möchten, beraten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, so viel zu diesem Objekt. Weitere Informationen, Details zu den Quadratmetern, wenn ich mich vertan habe, bitte ich um Entschuldigung. Aber alles können Sie auf bimax-immobilien.de nochmal nachlesen. Ich freue mich auf Ihre Besichtigung. Vielleicht sehen wir uns hier vor Ort. Alles Gute, bis zum nächsten Video.